Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und dieser Vlog beginnt, wo der andere aufgehört hat, und zwar an meinem Geburtstag. Und was macht Stefan hier? Ich entzünde hier die Happy Birthday Lichterkette als Kerze. Hoffentlich klappt's. Ja. Gucken wir uns gleich an. Und Besuch ist auch da. Ja. Stell dir mal alle vor. Kennt ja jeder. Ja. Die Oma, die andere Oma und der Opa. Ja, und jetzt geht's los mit dem Vlog. So, Simone hat ja weder Kosten noch Mühen gescheut, wie ich sehe. Erstmal mit dieser tollen Torte, die sie ja gemacht hat, mit den Spinnen. Aber auch hier so eine kleine Wunderkerzen, 14. Wieso eigentlich 14? Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber egal. Achso. So, hoffen wir mal, dass wir die so angezündet bekommen, dass alle beide auch gleich brennen werden zur gleichen Zeit. Ich fürchte, das klappt wahrscheinlich nicht. Wenn man so Wunderkerzen kennt, dann dauert es immer ein bisschen länger. Die Spannung wächst. Aber oh, das ist ein Ende, ist ja da oben. Ich glaube, das wird nichts. Oh doch. Reicht auch für alle hier. Prost. Ja. Was soll man da sagen? Ja, also ich kann jetzt deutlich sagen, danke für die Einladung, John. Nee, kann ich nicht sagen, aber ja, nochmal alles Gute. Wir trinken jetzt auf dein Wohl. Prima. So, Moment, alle. Prost, Prost. Prost. Ja, ich bin hier gerade am Lego bauen. Und zwar, das soll ja der Mandalorian werden. Naja, nach Mandalorianer sieht es noch nicht aus, aber das wird noch, denke ich. Hoffe ich. Ja, langsam wird's. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, irgendwie ist es ein bisschen anstrengend immer für mich, Lego zu bauen, egal worum es geht. Ich finde so, das Aufbauen macht Spaß eine Zeit lang, aber ich teile mir die Tüten immer ein. Also ich bin immer froh, wenn ich eine Tüte fertig habe und dann mache ich bei der nächsten Tüte Pause. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal kurze Pause. So, wir sind live dabei. Johns erste Schritte in der Öffentlichkeit im neuen Lebensjahr. Und mit neuen Turnschuhen. Wie ist es so? Es ist sehr gut. Vor allem, ich mag das ja mit den Air Max. Das gefällt mir immer sehr gut. Weil im Sportunterricht oder so, wenn man mal andere Schuhe anzieht, dann merkt man immer so, es fühlt sich so an, als würde man richtig auf den Boden so drauflaufen. Das spürt man hier nicht so gut. Ja, dass du noch gar nicht 14 bist, weißt du hoffentlich. Wir haben es gerade mal... Simone, wie spät haben wir es gerade? 20 nach 1 haben wir es. 20 nach 1 und du bist geboren... später ungefähr. 1358, genau. Naja, dann kann ich ja stolz behaupten, dass ich 14 Jahre lebe. Und ja. vor 14 Jahren geboren bin. Dass du ja strafmündig bist, weißt du auch mit 14, ne? Naja, noch nicht. Noch bin ich ja noch nicht 14, meintest du gerade. Naja, benimm dich gut. Ja, zu deinen Geschenken. Du hast ja schon das Star Wars Spiel von Lego ausprobiert. Das haben wir auch gefilmt und das zeigen wir mal eben kurz. So, ich bin echt froh, dass ich das Spiel jetzt habe, weil ich habe echt abgewartet die ganze Zeit. Also ich habe mir es jetzt zum Geburtstag gewünscht, jetzt habe ich es zum Glück. Und naja, Lego-Spiele habe ich früher durchgehend gespielt und wenn es jetzt Star Wars ist,
dann kann ich es ja jetzt nochmal machen. Also ich freue mich. So, du hast ja heute noch weitergespielt wahrscheinlich im Laufe der Zeit, das Spiel. Also wie gefällt's so? Ich bin mehr als fasziniert. Also ich finde es so cool, dass man halt zwischen den ganzen Welten reisen kann. Man kann sogar die Mos Eisley-Kantina besuchen und dieses ganze, da sind ja noch Nebenquests. Also wenn du die Hauptstory durch hast, kannst du auf jeder Welt noch weitere Aufgaben machen. Es ist super. Man kann die ganzen Welten erkundschaften, man kann noch zig Sachen freischalten. Also ich glaube, damit ist man erstmal beschäftigt. So, und jetzt sind wir hier auf der Bremer Osterwiese an Johns Geburtstag. Was ist die Osterwiese? Das ist so ein, ja, wie soll man sagen? So, wenn ihr Bremer Freimarkt kennt. Ist eine Kirmes, oder? Ist eine Kirmes, genau. Also ist ein Rummelplatz halt hier mit Fahrgeschäften und Fressbuden. Und wir haben Johns das nochmal geschenkt zum Geburtstag hier. Ein Aufenthalt mit, wie soll man sagen, wunschfrei oder wie nennt man das? Weil wir gedacht haben, irgendwas Schönes müssen wir noch zusammen machen an diesem Tag. Und dann haben wir gedacht, sind wir mal großzügig. Ja. Bist du mal eingeladen hier? Ja, ich mache euch nicht pleite. Alles gut. So, wollen wir mal sehen. Auf geht's. Noch ist alles geschlossen, aber trotzdem schon voll genug, oder? Ungefähr dann, wenn du geboren bist. Wenn du genau 14 bist, dann macht die Osterwiese auf. Nämlich um 14 Uhr. Passt ja. So, die erste Fahrt, die wir machen, ist auf jeden Fall Breakdancer. Ist mein Lieblingskarussell. Von allen Karussells, die es auf der Kirmes gibt oder auf dem Rummelplatz. Ja. Achtung, wir starten. So, komm und pull mir dann, wollen wir mal. Wir legen los hier. Auf geht's. Die Fahrt war sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, aber dann beim
Aussteigen ist mir was passiert. Man sieht es hier zwar nicht so gut, aber man sieht ja diese, ich weiß nicht, diese, woran die Gondel da befestigt ist. Die Gondel hat sich noch bewegt, als ich ausgestiegen bin, und dann war mein Fuß da, war zwar nur kurz, aber es war auch schon ein ganz schönes Gewicht, da so eingequetscht, und dann dadurch, dass sie sich noch so bewegt hat, ist das irgendwie so, keine Ahnung, wie soll ich sagen, hat sich das so richtig eingeknickt. Das tat auf jeden Fall für den Moment sehr weh, aber jetzt ist alles wieder gut und selbst an dem Tag ging es auch noch besser. Viermal über Kopf haben wir geschafft. Viermal über Kopf haben wir geschafft. Das war schon anstrengend irgendwie, aber schöne Fahrt trotzdem. Bisschen viel gewesen die Fahrt für den Kleinen. Nein. Was ist denn passiert? Der Fahrt ist gerutscht in meinen Fußball eingeknickt. Das bin ich auch schon einmal gefahren und das war vor ein paar Tagen und ich muss ganz ehrlich sein, Dinger, die sich so drehen und dann auch noch so gehen, da wird mir übel bei. Also wo man so rausgedrückt wird und wenn sich das so dreht, da kriege ich auch Kreislaufprobleme oder alles mögliche. Sowas kann ich gar nicht. Aber ich versuche es immer gerne. Was für mich dazu gehört, bei jedem Rummelbesuch ist auf jeden Fall Pferdewurst essen, wenn es die denn, gibt. Und heute gibt es zum Glück hier. Ich liebe die Dinger. Lecker. Es war ja irgendwie voraussehbar, dass es heute relativ voll wird, bei so einem schönen Wetter und wenn alle Zeit haben. Ja, wir stehen hier in der Schlange vor dem Riesenrad. Und doch nicht. Jetzt schon. Wollen wir erstmal eine Fahrt machen, wo wir den ganzen Platz mal sehen können. Es ist rappelvoll heute hier. Und ich glaube, wir werden noch nicht mehr lange durchhalten. Nee, ich glaube, nach Riesenrad gehen wir auch. Ich habe mir irgendwie, mein Fuß tut gerade ein bisschen weh. Wir machen noch was anderes gleich. Wir gehen noch nicht nach Hause. Wir haben noch einen schönen Tag mit dem Geburtstag heute auf jeden Fall. Gut. Aber erstmal haben wir jetzt das Riesenrad vor uns. Wir auch schon im teuersten Fahrgeschäft der ganzen Osterwiese. Und auch vielleicht das langsamste, oder? Ja, aber auch das höchste. Pro Person kostet der Spaß 6 Euro. Ich muss ehrlich sein, ich fahre alles mit. Ich fahre Freefall Tower, ich fahre alles. Aber Riesenräder und Kettenkarussells habe ich unnormal Schiss vor. Na ja. Hinauf kann und schön runter gucken kann. Wir haben schon das Weserstadion gesehen und leider auch die ganze Fülle, die hier herrscht. Das ist der Wahnsinn. Also man hätte vielleicht doch eher in der Woche gehen sollen.
eine Runde haben wir noch. Muss ja auch wohl so sein. Ein bisschen kurz sonst. Ja, also bei mir ist es halt so, ich habe ja nichts gegen die Höhe. Ich bin den höchsten Freefall Tower der Welt gefallen. So, ne? Aber bei Riesenrädern, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht dass man an dieser Gondel hängt, die auch noch so rumschaukelt, das kann ich nicht. Auch bei wie heißt das? Kettenkarussell, wenn man nach oben guckt und sieht, an was für einem Haken man hängt. Okay, ich weiß, man ist abgesetzt, aber ich kann das gar nicht. So, wir verabschieden uns jetzt von der Osterwiese, die völlig überfüllt ist. Also hätte man vielleicht Ostern auch mit rechnen können bei Bombenwetter, aber es ist nicht auszuhalten. Ein Geschiebe macht keinen Spaß. Ist das okay für dich? Ja, alles okay. Ja. Mir ist selber gerade ein bisschen übel geworden irgendwie, ich weiß nicht. Ja, da muss ich sagen, also John hat ja allen Grund, der ist einiges mehr gefahren als ich. Wir haben eben noch zusammen uns das Riesenrad gegönnt. Ist aber sehr teuer. Ja, schöne Aussicht und alles, aber mir ist zum ersten Mal da drin schlecht geworden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also wir halten fest, die Family hat schlapp gemacht. Das war zu viel, die Osterwiese. Aber gut, Johnny hat Geburtstag und wir machen noch weiterhin jetzt einen schönen Tag. Irgendwo anders dann. So, jetzt sitzen wir hier im Edelweiß und bei mir gibt es auch schon ein Getränk, eine Coca-Cola. Ja, wir haben John seinen Wunsch erfüllt, den er auf dem Weg nach Hause geäußert hat. Und freut uns natürlich auch, dass wir hier eine Erfrischung genießen können, weil es draußen wirklich, also gefühlt sind es in der Sonne irgendwie 30 Grad, habe ich das Gefühl, oder? Also ich war mit Osterwiese nicht klamottentechnisch drauf eingestellt. Ich hatte eine Jacke mit, weil man das immer nicht weiß, ob es da so windig ist. Viel zu warm angezogen und deswegen schmeckt das Bier jetzt doppelt so gut. Toll, doppelt so gut, geht das überhaupt? Also, Prost. Boah, Prost. Auf dich, John. Ja, auf deinen Geburtstag. Ja. Jetzt bist du 14 inzwischen. So, was gibt's hier Feines am Geburtstag? Zum Abendessen? Schon abends? Für spät? Also bei mir gibt's Weißwürste. Sehr gut. Ich habe dir hier ein leckeres Schnitzel bestellt. Ein riesen Ding. Da freuen sich wieder alle Veganer. Ja, und Simone hat auch da sehr fleischlastige Kost. Ich bin gerade auf dem Weg in die Stadt, um Simone anzutreffen, die jetzt fertig ist mit Arbeiten. Eigentlich wollten wir uns um 16 Uhr treffen. Da meinte sie, dass sie ein bisschen mehr arbeiten muss. Wollten wir 16.15 Uhr machen. Naja, jetzt ist es 16.30 Uhr geworden. Und ja, mal gucken, ob ich pünktlich ankomme. Ja, ich habe nämlich erstmal den Akku von der Kamera vergessen, muss nochmal zurücklatschen, aber naja. Ich müsste erstmal wissen, ob du schon irgendwas gesagt hast. Ja. Ach so, das weiß ich ja nicht, was du gesagt hast. Toll, dass wir uns in der Stadt treffen, habe ich gesagt. Und letztens hast du dich ja noch beschwert gehabt, als ich ein paar Minuten zu spät gekommen bin. Also wie spät bist du jetzt? Ungefähr 8 Minuten zu spät. Das tut mir auch sehr leid, lieber John. Ja, war viel zu tun und wir gehen jetzt ein paar Sachen kaufen für die Klassenfahrt. Wir brauchen Hausschuhe für die Klassenfahrt und da John eigentlich kein Hausschuhträger ist, haben wir gedacht, wir nehmen hier diese Adiletten, die ja immer ganz praktisch für alles sind. Ich habe nur noch keinen Preis gefunden. Ja, wie man sieht, das Jackenkaufen ging ganz, ganz schnell. Die hat John gefunden. Ich hätte drüber hinweg geguckt und ich finde auch, die Jacke sieht super aus. Er hat einen guten Geschmack und ja, haben wir schon fast alles beisammen. So, ich muss mal zurückdenken, wann ich zuletzt was getrunken habe. Ich glaube, es war heute Morgen infused die Flasche und ja, ich habe so einen Durst jetzt und jetzt gibt es einen leckeren Kakao. Schmeckt gut, nur der Pappstrohhalm nervt halt. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg nach Hause und ja, wir waren eine ganz schöne Zeit draußen, weil also mein Geburtstag, den wollten wir halt noch feiern, also ich mit Freunden. Ja, ich weiß nicht, ob das so normal ist. Bei Freunden ist das nämlich immer so, dass sie genau an dem Tag Geburtstag feiern, was eigentlich auch Sinn ergibt. Aber ich mache es immer so an dem Tag erstmal mit Familie und dann suchen wir uns einen Tag aus, wann ich dann
halt mit Freunden was mache. Und es geht zum Laser Tag, 3 Runden. Haben wir noch Glück gehabt, wir haben eigentlich die letzten Plätze bekommen, die dann so abends sind. Ja. Aber ja. Da sind wir ganz schön gelaufen, aber wir feiern ja auch deinen Geburtstag meistens nicht an dem Tag, weil du so oft schon Ostern Geburtstag hattest oder in den Osterferien, ja, wo viele auch nicht da sind. Ne? Ja, und ich habe die Jacke ja jetzt schon länger an und die ist echt geschützt gut. Also die gefällt mir sehr gut. Die steht dir auch gut, hast du ja gut ausgesucht. Und jetzt machen wir gleich zu Hause noch was für uns oder für John Besonderes. Mhm. Und zwar Pommes mit Backfisch. Ja, was machen wir dabei? Ja, wer es weiß, Haus des Geldes gucken. Ich habe schon mehrmals durchgeguckt. Und mit Simone ist es immer so eine Problematik, dass Stefan irgendwie dafür nie zu Hause sein soll. Ich weiß nicht warum. Nee, weil ich dann mehr Zeit und mehr Ruhe habe irgendwie. Wenn mit Familie ist irgendwie, wenn alle da sind, ist es irgendwie anders vom Ablauf. Und ja, wer sich jetzt gewundert hat, dass wir zwei nur unterwegs sind. Stefan hat wieder Spätschicht und deswegen nutzen wir das. Und ich bin gespannt, ob wir es schaffen, vielleicht 1,5 Folgen heute zu gucken. Ja. Das ist jetzt unser schnelles, ungesundes, aber leckeres Abendessen. Backfisch mit diesen leckeren, ich weiß nicht, Kürbispommes oder wie die heißen. Super lecker, super knusprig und als wenn das nicht schon reichen würde, gibt es für mich auch heute mal was Ungesundes zu trinken, nämlich hier so einen gesüßten Eistee mit Wassermelone. Und muss ich doch eben mein Handy holen, weil wir hier gleich Haus des Geldes weiterholen, gucken wollen. Moment. Übrigens wollte ich mich auch noch bei euch bedanken, und zwar für die ganzen Glückwünsche zum Geburtstag. Es tut mir nur leid, dass ich nicht alles selbst persönlich beantworten konnte und manchmal auch nur ein Herz gegeben habe, weil das ist viel zu viel. Und das Ding ist, wenn ich bei jedem einfach das Gleiche schreiben würde, so mit so einer kopierten Nachricht, wäre auch irgendwie nicht so toll, finde ich. Also deshalb sage ich hier nochmal Dankeschön an euch alle. Ich habe es alles gesehen und habe es auch alles, wie nennt man das, mit sehr viel Freude aufgenommen. Also vielen Dank dafür. Ja, also es wird von Jahr zu Jahr mehr mit diesen Glückwünschen. Ich lese mir die Kommentare ja auch von Zeit zu Zeit durch. Und was habe ich entdeckt? Hast du wahrscheinlich selber auch gelesen. Ja, wer ja. hat dir gratuliert zum Geburtstag? Hey Moritz, auch bei Stefan. Genau, der hat bei Pop. Ja, bei Stefan sieht man das. Warte, ich mach das mal so, dass man das erkennen kann. Warte, nee. So. Ja, da. Und da ist er. Finde ja. ich auf jeden Fall auch ganz witzig. Ja. Ja, also gucke ich auch ab und zu rein. Früher habe ich da mal richtig aktiv geguckt. Also. Aber gucke ich immer noch sehr gerne, finde ich auch ganz lustig, was da mal für Sachen sind. Und ja. Finde Stefan auch sehr unterhaltsam. Ja, ja. Und jetzt genießen wir unser Essen. Nochmal zum Thema von Johns Geburtstag. Es hat tatsächlich jemand einen Kommentar geschrieben. Mir war es vorher gar nicht so bewusst, dass deine Geburtstagsgeschenke total Twix-frei ausgefallen sind. Es war kein Twix dabei. Das stimmt nicht ganz. Wir haben noch was zurückbehalten, was hier jemand vorbeigebracht hat. Denn die Twix hier, John, die sind ganz alleine für dich. Das schreiben hier E+3 aus wie viel Städte. Moin Stefan, John und Simone. Hier eine kleine eine Kleinigkeit, da wir eure Vlogs gerne sehen. Wir würden gerne 2 Autogrammkarten bekommen. Bekommt ihr natürlich zugeschickt. Und hier steht extra noch drauf, die Twix sind extra für John. Also hier war noch was dabei, das teilen wir uns alle 3. Wir sagen Dankeschön. Und was in den Kommentaren auch ganz oft jetzt gesagt wurde, es möchten ganz viele deine Lego-Sammlung sehen, John. Und deswegen übernehme ich jetzt mal die Kamera und John kommt hier vor und löst mich ab. So, Simone hat jetzt die Kamera und ich zeige jetzt mal mein Lego. Ich muss dazu sagen, ich habe alles weggeschmissen, alles verkauft eigentlich. Also ich hatte zu viel Lego. Ich habe jetzt, viele würden sagen wenig, aber ich bin damit zufrieden, weil ich habe halt alles behalten, was vom Planeten Tatooine ist. Und diesen Mandalorian-Helm hier habe ich zum Geburtstag bekommen. Finde ich, sieht richtig gut aus. Auch diese Bautechnik kannte ich noch gar nicht, dass das Ganze so aussehen kann. So, und okay, und jetzt geht's weiter mit meinen ganzen Tatooine-Sachen. Hier habe ich zum Beispiel die Cantina.
kann man hier so abnehmen, das Dach, und dann sind da halt die ganzen Charaktere drin, wie zum Beispiel Han Solo und Greedo, die Cantina Band und diese zwei Rowdies, keine Ahnung, wie die hießen, dann noch, also ganz viele Charaktere hier drin, und Luke Skywalker, der steht hier mit den Droiden, und ich habe hier quasi die Szene so aufgebaut, dass der Barkeeper die quasi anmeckert, weil die ja da nicht, da dürfen ja keine Droiden rein. So, dann habe ich hier Luke's Landspeeder und Stormtrooper so hingestellt, dass es so aussieht, als würden die gerade vorbeilaufen, und ja, weiter geht's. So, hier haben wir Jabba's Palast. Hier habe ich gerade die Szene so aufgebaut, wo der, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Twi'lek, quasi gerade in den Rancor-Käfig geworfen wird und die Aufmerksamkeit im Bild quasi in der Mitte liegt. So. Dann habe ich hier unten auch den Rancor, der ist ein bisschen umgekippt. So. Ja, gibt es eigentlich nicht so viel zu zeigen. Hier ist er halt. Dann habe ich hier die große Segelbarke und habe da die ganzen Charaktere hingestellt. Ich weiß, dass C3PO eigentlich hier unten stehen müsste irgendwo bei Jabba, aber ich möchte halt, dass man ihn auch sehen kann. Sonst brauche ich ihn da ja gar nicht hinzustellen. Ja, die kleine Segelbarke ist ein bisschen leer. Ich weiß, aber naja, wie soll man sagen? Boba Fett ist gerade hier, wird gerade vom Rancor gefressen. Na, nicht gefressen. Er wird ja quasi nur, haben wir gelernt in der Boba Fett-Serie, die werden da 1000 Jahre verdaut quasi, aber er ist ja geflohen. So. Und das wäre es dann auch eigentlich schon gewesen. So, ja, wir waren gerade bei der Packstation und haben noch ein Paket zu öffnen. Und genau, von Familie Presto. Die haben uns schon öfter was geschickt, beziehungsweise ganz besonders dir was geschickt. Und hatten immer tolle Ideen. Und soll ich dir zeigen, was hier für dich ist? Wow. Was ist das? Ah ja, hier. Ach, eine Trinkflasche. Eine Trinkflasche von World of Warcraft, von der Horde. Auch wenn die Horde so verhasst ist irgendwie in der World of Warcraft Community, ich finde, da gibt es auch coole Klassen. Also ich spiele meistens auf Allianz, aber ich finde bei Horde zum Beispiel spiele ich auch mal gerne Ork oder... Ja, und sie haben eine ganz tolle Geburtstagskarte für dich dazugelegt. Ja, vielen Dank. Lese ich mir auch noch gleich durch. Das sieht ganz besonders toll aus, wie ich finde. Mal. Candy, Süßigkeiten. Wow, das knuspert schon so. Mach mal vorsichtig auf. Oh. Das sind ganz viele amerikanische Sachen. Hier. Warte. Soll ich mal in die Kamera halten oder willst du das machen? Warte. Ganz, oh. Leckere Sachen, glaube ich. Auch Sour Patch und so. Nerds. Das sind ganz viele amerikanische Sachen. Genau, warte mal, ich zeig's noch mal ein bisschen besser, weil... Vielen, vielen lieben Dank. Diese hier sind nämlich total lecker, das weiß ich. Also John, du kannst dich freuen. Und auch dieses hier ist lecker. Tolle Idee. Toller Karton. Aber es ist noch mehr im Paket. Super. Ein Kochbuch für Teenager. Jetzt darf ich das Wort mal aussprechen. Das finde ich super. Ja, das Gute ist, ich habe ja in der Schule auch Hauswirtschaft. Ja, das, da kannst du uns noch mal bekochen im Video. Ja, ich bin ganz ehrlich, hat sogar Spaß gemacht. Ja, natürlich macht das dafür. Spaß. Oh, John, da sind auch gute Sachen mit Käse und so. Ne? Vielleicht darf ich das ja auch mal benutzen und daraus was kochen. Ja, vielleicht. Super. Und was? Oh, was ich auch super finde? Ach, eine Hose. Eine tolle Jeans. Ja, das Ding ist... Ich komme jetzt ja auch wieder auf Jeans zurück. Okay, also ich habe jetzt gerade zwar auch eine Jogginghose an, aber mit Jeans finde ich mich in letzter Zeit auch gut zurecht. Ja, ist eine tolle Waschung, muss ich sagen. Sieht, ja, sieht auch gut aus den Streifen hier, ne? Ja, und passt auch gut zu deiner neuen Jacke, würde ich sagen, farblich. Sieht klasse aus. Ja, also Familie Presto. Vielen, vielen lieben Dank. Genau, ihr habt wieder tolle Ideen gehabt. Ganz super. Und was bleibt uns jetzt noch zu sagen, John? Ja, die Absage, würde ich sagen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich liken, uns abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Genau, ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.